Polter. Schön, dass wir uns wieder treffen, so circa 3 Monate nach unserem ersten gemeinsamen Vertriebskongress für die Druck- und Medienbranche in Düsseldorf. Wir hatten uns verabredet, um im Nachgang zum Kongress nochmal ein paar Fragen zu erörtern. Ich hatte ja ein paar Einblicke gegeben in die Studie, Vertriebsstudie, die wir gemacht haben. Und Sie haben spontan gesagt, Mensch, da fällt mir ein bisschen was zu ein, lass uns mal treffen. Schön, dass es heute geklappt hat. Herr Kurt, vielen Dank. Und herzliche Grüße aus Bochum. Wir sind im Business Club vom Accenter Haus. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe die Studie damals gesehen in Ihrer Präsentation und habe gesagt, da hätte ich durchaus noch ein paar vertriebliche Kommentare. So aus Sicht eines Vertriebsprofis, was kann die Druckbranche möglicherweise an der Stelle noch optimieren? Und da würde ich gerne mit Ihnen einmal reingehen. Sehr gerne. Vielleicht fangen wir vorne an. Ich hatte ja eingangs ein bisschen was zur Vertriebsorganisation in der Branche erzählt. Viele sind nach Regionen aufgestellt, organisieren ihren Vertrieb ganz klassisch, funktional oder in Teams. Und da würde mich mal interessieren, wie machen es denn andere? Ja, also 3 Anmerkungen. Die eine Anmerkung ist One Face to the Customer. Das heißt, der Kunde braucht einen Ansprechpartner. Das ist extrem wichtig. Also nicht für den Bereich schicken wir den dahin, für den Bereich schicken wir den dahin. Das nervt die Kunden nur und es geht auch einfach viel Information verloren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Unterscheidung zwischen wem was kann am Telefon gemacht werden, an Telefonverkäufern und Außendienstler. Außendienstler sind in der Regel deutlich teurer und haben bestimmte Funktionen. Aus den letzten 25 Jahren kann ich sagen, dass das, was mich am stärksten beeindruckt hat, ist, was geht am Telefon? Früher habe ich immer gesagt, ein Kundenkontakt ist immer ein Kundenbesuch. Aber Sie können auch am Telefon einfach extrem viel verkaufen. Das unterschätzen die meisten, was geht am Telefon. Ich muss nicht jedes Mal, um einen Auftrag abzuholen, einen Außendienstler dahin schicken, das geht am Telefon auch. Dritter Punkt ist die Unterteilung von Außendienstlern in Farmer und Hunter. Das ist ein klassischer Begriff oder 2 klassische Begriffe aus dem Vertrieb. Es gibt Verkäufer am Telefon oder auch im Außendienst, das sind Hunter. Hunter sind Jäger und machen Neugeschäft. Die gehen rein, fliegen raus, gehen wieder rein. Hunter sind komplett schmerzfrei und kennen auch keine persönliche Ablehnung. Hunter brauche ich, um Neugeschäft zu generieren. Im Umkehrschluss gibt es Farmer. Farmer kümmern sich um Bestandskunden, Farmer organisieren Projekte, Farmer bleiben langfristig auf der Beziehungsebene. Das sind aber 2 völlig verschiedene Persönlichkeitstypen und Verkäufertypen. Die Frage ist, wie ist mein Markt gestrickt? Habe ich einen Markt, wo ich sage, ich habe die wichtigen Kunden und die müssen gepflegt werden, dann brauche ich nur Farmer. Wenn ich aber einen Markt habe, wo ich sage, ich will Neugeschäft, ich will dem Wettbewerb was wegnehmen, der Wettbewerb greift mich an, dann brauche ich Hunter. Und das ist ein grober Fehler im Vertrieb, der gemacht wird, nicht nur in Ihrer Branche, dass das nicht unterschieden wird. Sie sagen oft, oder ich höre das oft, ja, die müssen Stammkunden betreuen und Neukunden akquirieren. Und hier ist meine Empfehlung, das zu trennen, zu sagen, ich nehme Hunter, die reißen Geschäft und Kunden auf, und denen nehmen Sie, Sie müssen denen nach spätestens 6 bis 12 Monaten die Kunden wieder wegnehmen. Und dann übernimmt ein Farmer. Der Farmer kann wieder ein Außendienster sein, ein Key Account Manager, kann aber auch ein Telefonverkäufer sein. Also grundsätzlich, es gibt nicht den Vertrieb, sondern da gibt es ganz viele Facetten. Und wenn ich die nicht sauber einstelle, dann habe ich nachher nicht die Ergebnisse, die ich haben könnte. Das heißt also auch nicht, dass man sagt, Außendienst automatisch Hunter und Innendienst automatisch Farmer, sondern es kommt eigentlich auf die Person an und auch auf den Kunden, wie viel Hunter und Farmer ich benötige. Ja. Und man kann nicht sagen, der Außendienster ist per se, muss immer ein Hunter sein. Auf keinen Fall. Also gerade wenn Sie große Kunden haben, die beispielsweise anspruchsvolle Projekte haben, dann brauchen Sie einen, der das Ganze viel stärker organisiert und koordiniert. Und das ist kein Hunter. Ein Hunter macht das nicht. Ein Hunter ist genervt von dieser administrativen Tätigkeit. Ein Hunter
will raus und der will Geschäft machen. Das sehen Sie auch zum Beispiel in der Vergütung, das haben Sie ja auch in der Studie drin. Mhm. Ein Hunter hat eine sehr, sehr hohe variable Komponente, die nach oben nicht gedeckelt ist. Niemals. Mhm. Ein Farmer hat eine extrem hohe Fix-Variante. Ein Farmer arbeitet normal nicht variabel. Bei einem Farmer können Sie 10% variabel machen. Mhm. Aber bei einem Hunter müssen Sie 50 oder mehr Prozent variabel machen. Es war für uns auch bemerkenswert, dass die Studie ergab, dass mindestens ein Drittel der Unternehmen in der Rückindustrie ihren Vertrieb, egal ob jetzt Innendienst oder Außendienst, rein fix vergüten. Also im Innendienst haben wir einen sehr hohen Anteil von eher 70% reiner Fixvergütung. Aber auch beim Außendienst liegen wir immerhin noch mit mehr als einem Drittel, die rein fix vergütet werden. Ja. Ist das in anderen Branchen auch so oder ein typisches Modell? Es kommt nochmal darauf an. Wenn Sie Pharma haben und Sie verwalten nur noch Ihren Bestand, dann können Sie das alles fix machen, ja. Wenn Sie eine Branche haben, wo es um Wachstum, um Neukunden geht, um extremen Wettbewerb, gerade auch Preis, und das sehe ich ja in Ihrer Branche, dann brauchen Sie Hunter mit einer hohen Variable. Also das mag bei diesem ein Drittel der Unternehmen funktionieren, aber ich stelle das für Ihre Branche schlichtweg in Zweifel. Bemerkenswert fanden wir auch, dass die meisten Unternehmen, wenn sie denn variabel vergüten, nach wie vor den Umsatz als Bemessungsgrundlage nehmen, also eine umsatzabhängige Provision. Im Schnitt, glaube ich, waren es 1,5%, 2%, aber es geht auch rauf bis 3, 3,5%. Wir finden eher, dass eine Orientierung am Deckungsbeitrag sinnvoller wäre. Was meinen Sie dazu? Also Umsatz ist eine Komponente, aber wenn Sie nur Umsatz vergüten, dann werden die Verkäufer über den Preis gehen. Den Verkäufer interessiert es nicht die Bohne, wie viel Rabatt er jetzt gibt, weil er wird eh vom Umsatz her bezahlt. Also das ist immer die Gefahr, wenn Sie rein Umsatz machen. Deckungsbeitrag ist natürlich deutlich intelligenter, dahin zu gehen. Die dritte Variante wäre, Sie vereinbaren Prämien auf Ziele. Das ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich die beste Lösung, dass Sie sagen, du musst 30 Neukunden im Jahr bringen, diese Neukunden müssen mindestens x-tausend Euro Umsatz machen, dann bekommst du diese Prämie. Also hinzugehen zu sagen, es gibt ein Fixum, das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Und dann gibt es verschiedene Prämientöpfe, die Sie dann auch monatlich, quartalsweise ausschütten, wo er bestimmte Ziele erreichen muss. Setzt voraus, dass ich mit den Mitarbeitern auch entsprechende Zielvereinbarungen auch konkret treffe. Das ist bei uns nicht immer der Fall. Die machen das andere. Vertrieb ist zu 100% Ziele. Ein Vertrieb geht nur über Ziele. Also ich kenne keine Branche. Ich kenne keine Branche und kein erfolgreiches Unternehmen, was nicht Ziele vereinbart. Und zwar Unternehmensziele, Vertriebsziele, Ziele für jeden Mitarbeiter im Innendienst, im Außendienst. Ohne Ziele steuere ich das Ding doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wohin der Kahn fährt. Und ich muss doch auch meinem Mitarbeiter irgendwann sagen können, als Führungskraft in einem Quartalsgespräch oder in einem Jahresgespräch, wo er steht. Und diese Orientierung kann ich nur geben, wenn es vorher Ziele gab. Fängt dann das aber auch schon dabei an, dass ich mir zunächst auch erstmal Gedanken machen muss um eine Stellenbeschreibung, ein Stellenprofil, eine wirkliche Aufgabenstellung auch, die ich einem Hunter oder Farmer zugedenken möchte? Ja. Also, das ist die Basis, oder? Es fängt noch weiter oben an. Sie haben Unternehmensziele. Erstens. Davon abgeleitet die Vertriebsziele. Und von den Vertriebszielen abgeleitet definiere ich überhaupt erstmal, was brauche ich denn? Brauche ich Hunter oder Farmer? Und dann brauchen die natürlich auch noch entsprechende Ziele. Ja, also anders funktioniert Vertrieb nicht. Wir haben festgestellt, dass manche Unternehmen dann, sofern sie denn Ziele vereinbaren, diese nur einmal im Jahr kontrollieren. Ich finde es so spontan zu wenig. Sie als Vertriebsprofi, was sagen Sie dazu? Also ich möchte Ihnen eine Anekdote erzählen. Und es ist ein Stück weit aus Ihrer Branche. Es gibt ein Unternehmen, die machen Folgendes, die haben nur Telefonverkäufer, die aber gleichzeitig auch rausgehen und im Außendienst dann das Geschäft zum Abschluss bringen. Die fangen um 9 Uhr immer zur vollen Stunde an zu telefonieren, telefonieren 45 Minuten, dann 5 Minuten Rapport in der ganzen Mannschaft im Großraumbüro,
Wie viele Bruttoanrufe, wie viele Nettogespräche, wie viele Termine hast du vereinbart? Dann 10 Minuten Pipi machen, Kaffee trinken, zur vollen Stunde wieder, 45 Minuten Attacke. Und das geht den ganzen Tag. Und wenn abends die Ziele nicht erreicht sind, dann hängt man noch eine Stunde oder zwei dran. So sieht das aus. Sie können das also runterbrechen auf Stundentaktung. Mindestens aber sollten Sie es machen in Monatstaktung, damit Sie sehen, monatlich, wo geht es denn hin? Sind Sie auf Ziel oder nicht? Wenn Sie Investitionen haben, wenn Sie überlegen, kaufe ich die neue Maschine oder nicht, da brauche ich eine Entscheidungsgrundlage. Die Entscheidungsgrundlage mache ich fest an dem Zielerreichungsgrad. Wie viel habe ich denn in der Pipeline? Wie viele Aufträge kommen noch? Wie viele Neukunden habe ich in der Pipeline? Und dann kann ich ja sehen, macht Sinn oder nicht. Okay. Spricht also für einen deutlich kürzeren Rhythmus auch bei der Kontrolle von Zielen und beim Feststellen von Abweichungen entsprechend auch. Ja, also die Empfehlung ist, das täglich zu machen, wirklich im Vertrieb täglich. Also Tagesberichte sind normal im Vertrieb, sowohl im Innendienst als auch im Außendienst. Und dann kann ich das immer abgleichen mit dem Ziel. Ist natürlich für so einen Vertriebler, so wie ich sie auch kenne, immer unangenehm, Berichte schreiben zu müssen, zu dokumentieren. Und ich kriege oftmals zu hören, ja, das kostet zu viel Zeit, zu viel administrative Aufgaben. Ich würde lieber gerne Vertrieb machen, ich würde gerne verkaufen. Kann ich aber nicht, ich muss ja hier alles Mögliche dokumentieren und noch meine Reiseberichte schreiben. Wir stellen fest, dass laut Studie überhaupt nur in der Hälfte der Fälle sowas wie Reise- und Besuchsberichte geschrieben werden. Und die geschrieben werden, die werden auch nur zu einem Drittel überhaupt mal systematisch ausgewertet. Finde ich eigentlich zu wenig, um sozusagen dann auch mitzubekommen, was ist da draußen eigentlich los. Ja. Das ist Blindflug. Bei aller Liebe, das ist Blindflug. Das ist, Vertrieb ist Systematik. Man geht nicht raus und hat Erfolg. Man geht raus und macht sich den Erfolg. Und dafür brauche ich eine Systematik. Erstens, meine Telefonverkäufer schicken immer am Ende des Tages eine E-Mail, da steht drin, wie viele Brutto, also Anrufversuche haben die gemacht, wie viel Netto haben die Gespräche geführt und wie viel Umsatz haben die gemacht. Dafür muss ich die E-Mail noch nicht mal öffnen. Ich sehe die auf meinem iPhone und sehe sofort Brutto, Netto, Umsatz. Und ich weiß, ob die einen guten Tag hatten oder eben nicht. Ich als Chef will das wissen. Ich will jeden Tag wissen, sind wir auf Spur. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, wie wollen Sie sonst nachjustieren? Wie wollen Sie irgendetwas nachjustieren? Sie kriegen ja gar nicht mit, was schiefläuft. Die erzählen Ihnen immer was als Führungskraft. Sie kriegen immer irgendwas erzählt, wie schlimm es draußen ist und wie schwierig die Kunden sind. Aber Sie wissen nicht, liegt es möglicherweise an dem Verkäufer? Sie müssen gar nicht viel schreiben. Was Sie schreiben müssen, sind Besuchsberichte zu jedem Kundentermin. Und die müssen ins CRM-Programm, weil ich muss ja wissen auf einen Schlag, was für ein Potenzial hat der Kunde, was hat er für einen Bedarf, wie sind die Entscheidungsstrukturen dort und so weiter. Und ich muss wissen, was hat der beim Besuch dort gemacht. Mehr muss ich nicht haben. Wenn ich ein gutes CRM-Programm habe, drücke ich auf den Knopf und sage, sag mir mal Verkäufer A für die Tage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wie viele Besucher hat der gemacht. Und dann sagt mir das Programm, das sind die Besuche. Und jetzt kann ich da im Detail reingehen. Also ich kann Tagesberichte machen, ich kann aber auch einfach nur mein CRM-Programm pflegen. Und jetzt vielleicht noch ein weiterführender Gedanke. Die Verkäufer sind meine Augen und Ohren im Markt. Und das, was die sehen und hören, das muss im CRM-Programm dokumentiert werden. Und wenn der Verkäufer krank wird, mit dem Auto vor den Baum fährt, dann muss es die Möglichkeit geben, dass jemand das Gebiet sofort übernimmt. Und das geht mit einem CRM. Und wenn der Verkäufer geht, also es gibt Systemvertrieb und Talentvertrieb. Talentvertrieb heißt, ich habe ein paar Talente, die machen meinen Umsatz. Wenn die gehen, kann ich den Laden zumachen. Systemvertrieb heißt, ich habe meinen Vertrieb so organisiert, dass wenn ein, zwei gute Leute gehen, das ärgerlich ist, das tut auch weh, aber ich bin nicht von denen abhängig. Ich bin auch nicht erpressbar als Unternehmer und auch nicht als Führungskraft. Und deswegen ist mein Tipp wirklich, jede Führungskraft, jeder Unternehmer sollte gucken, dass er einen Systemvertrieb installiert und sich von den einzelnen Talenten unabhängig macht. Vielleicht noch zwei Fragen zum Abschluss.
die mich interessieren. Das eine ist Stichwort Führungskraft. Führungskraft im Vertrieb. Der Vertriebsleiter, der Vertriebsgeschäftsführer. Wie würden Sie den einteilen? Also wir haben festgestellt in der Studie, da gibt es welche, die arbeiten zu 10% mit im Vertrieb bis hin zu fast 90%. Und dann gibt es die, die sitzen zu 3% nur im Unternehmen, kümmern sich um die Organisation des Vertriebs und es gibt welche, die sind zu 97% unterwegs. Was würden Sie so sagen, ist für so eine Vertriebsführungskraft ein guter Mix? Wir haben gerade festgestellt, dass wir gestern im gleichen Fußballstadion waren. Und Sie können aus dem Profifußball, weil es dort um so viel Geld geht, eine Menge lernen. Wenn Sie sich mal den Trainer angucken, der Trainer ist vergleichbar mit dem Chef, mit der Führungskraft. Der Trainer läuft nicht aufs Spielfeld. Der sagt nicht, die Ecke mache ich jetzt. Ja, gut. Aber also der Trainer schießt keine Freistöße. Der Trainer wählt die richtigen Spieler aus. Das ist sein Job. Wie die Führungskraft. Die richtigen Spieler fürs Team auswählen. Zweitens, die sollen auf der richtigen Position spielen. Hunter Farmer, Angriff, Verteidigung. Das sind, im Fußball ist logisch, dass sie einen Stürmer nicht verteidigen lassen und umgekehrt. Ja, völlig logisch. Im Vertrieb sagen sie, mach mal beides. Mach mal Neukunden und Stammkunden. So. Drittens, ich muss den qualifizieren, dass der auch körperlich fit ist und dass der die Taktik und die Spielzüge drauf hat. Das ist mein Job als Trainer und als Führungskraft. Aber die Tore schießen die selber. Deswegen, in der Kreisklasse gibt es sogenannte Spielertrainer. In der Kreisklasse sagt der, Erwin, du hast was am Knie, gib mir mal ein Trikot, ich mache die zweite Halbzeit für dich. So, das ist ein Spielertrainer. Aber die spielen nicht Bundesliga, nicht mal zweite Bundesliga. Da gibt es das nämlich nicht. Und das lässt sich auf den Profil. Ja, also die Botschaft ist, ich kann als Führungskraft mal mit rausfahren. Und ich würde jetzt sagen, allerhöchstens einen Tag in der Woche. Aber ich bin kein Edelreisender, der selber alleine Kunden besucht, auch keine Top-Kunden. Die Außendienstler haben eine regionale Verantwortung. Und da fusche ich nicht mit einzelnen Kundenbesuchen rein. Sondern wenn der Außendienstler sagt, nee, komm mal mit, Chef, der Kunde will dich mal sehen, dann fahren wir gemeinsam dahin. Und ich dränge mich auch nicht in den Vordergrund, weil das ist das Gebiet von dem Außendienstler, die Umsatzverantwortung für den Außendienstler. Und ich ziehe den an den Ohren, wenn der seinen Umsatz nicht bringt. Und ich funke ihn da nicht rein. Ich kann nicht als Trainer hingehen und sagen, ihr habt schon wieder verloren, wenn ich ständig auf dem Spielfeld rumlaufe und zwischendurch Freistöße schieße. Das geht nicht, das ist unfair. Die Spieler haben die Verantwortung für das Spiel. Aber ich habe alles andere drumherum. Also meine Empfehlung ist, höchstens einen Tag in der Woche mit raus und nie alleine zum Kunden, immer mit dem verantwortlichen Außendienstler. Kommen wir nochmal zu den Spielern. Sie haben das Stichwort ja selber genannt. Wie finde ich denn die richtigen Spieler? Und die Hälfte der Unternehmer, die wir befragt haben, suchen einen Mitarbeiter im Vertrieb. Das ist eigentlich ständig aktuell. Und die Frage ist, wie findet man eigentlich einen guten Vertriebler? Ja. Was haben Sie für einen Tipp für uns? Ja. Also erstens, Sie brauchen ein klares Anforderungsprofil. Ich suche einen Vertriebler, das haben Sie in 10 Minuten, das ist nicht das Thema. Aber Sie brauchen erstmal, Sie brauchen mehrere Unterscheidungen beim Profil. Haben Sie einen Hunter oder einen Farmer? Haben Sie Neugeschäft oder Bestandskunden? So, und bitte nicht, macht beides. Das wird so nicht funktionieren. Das geht in der Kreisklasse. Aber in der Kreisklasse haben Sie den Stürmer, der auch verteidigt und was auch immer. Aber bei Bundesliga-Vereinen haben Sie ausgebildete Stürme. Und der spielt dann rechts außen oder links außen. Das ist so klar, dass er diese Position hat. Nehmen wir mal so einen Hunter. Tatsächlich Neukundengeschäft, ja. Hunter. Wie sieht der aus? Worauf muss ich achten? Ja. Was bringt er so an Kompetenzen mit? Ja. Dann gibt es eine zweite Unterscheidung. Hunter, kurzer oder langer Sales Cycle. Kurzer Sales Cycle heißt anhauen, umhauen, abhauen. Der Mobilfunkverkäufer aus der Fußgängerzone, der Vorwerk-Staubsaugerverkäufer sind Hunter per se, aber kurzer Sales-Cycle. Ich gehe hin, ich stelle was vor, ich schließe ab.
Das wird bei Ihnen in den meisten Fällen nicht so sein. Sie haben einen langen Sales Cycle. Sie wollen langfristig mit Ihren Kunden was machen. Sie haben größere Projekte, wo auch einfach mehr Beratungsbedarf ist. Also Sie brauchen nicht nur einen Hunter, sondern Sie brauchen den Hunter langer Sales Cycle. Sie müssen gucken, dass der vorher so etwas schon gemacht hat. Der war vielleicht Kontakter in der Werbeagentur, langer Sales Cycle. Der war Kontakter in einer Unternehmensberatung. Der hat Projektvertrieb gemacht. Das ist der eine Punkt. So, dann haben Sie einen Soldaten oder haben Sie einen Indianer? Das ist auch wichtig. Holen Sie einen Verkäufer von Würth. Die Würth-Verkäufer sind Soldaten. Da gibt es einen ganz engen Korridor, da wird klar gesagt, was zu tun ist und die werden ganz eng geführt. Das hat der Mittelstand in Deutschland nicht. Das sind nur Großunternehmen, die mit Soldaten arbeiten. Wenn Sie den in einen Indianerstamm holen, wo alle noch selbst entscheiden können, wo sie jagen und die nicht so eng geführt werden, dann geht der unter, der wird versagen. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der auch vorher im Mittelstand gearbeitet hat. Wenn Sie jemanden haben, der 5 Jahre, 10 Jahre in Konzernen gearbeitet hat, dann wird der im Mittelstand untergehen. Also Anforderungsprofil Hunter, langer Sales Cycle und es muss ein Indianer sein. Okay. So, wo kriege ich den her? Was hat er für Persönlichkeitsmerkmale? Ja. Was zeichnet den aus? Gegenüber? Wie grenzt er sich auch ab einem Farmer gegenüber? Ja. Also, unruhiger Lebenslauf. Ein Hunter ist nicht 5 Jahre beim gleichen Unternehmen. Der hat unterschiedliche Positionen gehabt. Der Hunter will immer eine Variable in der Entlohnung. Der guckt auch immer, dass er mehr Geld verdient. Ja, der will einfach auch viel Geld finden. Das ist für ihn wichtig. Status ist ein wichtiges Zeichen. Was für ein Auto, was für ein Handy. Ja, und der hat nicht ein Samsung, sondern der hat ein iPhone und so weiter. Ja. Das sind Hunter. Es gibt ein tolles Beispiel. Das rate ich jeder Führungskraft im Vorstellungsgespräch. Machen Sie im Vorstellungsgespräch Rollenspiele. Erstens, verkaufen Sie ein Nonsensprodukt. Verkaufen Sie mir mal ein Glas Wasser. So, erstens. Zweites Rollenspiel, was haben Sie bisher verkauft? Aha, verkaufen Sie mir das mal. Er soll eines seiner vertrauten Produkte verkaufen. Drittens, Sie haben sich informiert, verkaufen Sie mir mal eins meiner Produkte. Stellen Sie vor, ich wäre Kunde, wie würden Sie? Viertens, und jetzt kommt das Wichtigste, Hunter Farmer, Sie sagen, wir haben Sie bisher akquiriert, sagt der Vertriebler, ich habe Telefonakquise gemacht, ich war auf Messen, ich habe Kaltbesuche gemacht, super. Telefonakquise, wie geht das? Ja, wir haben Adressen, rufen an, machen Termine. Okay, ich möchte gerne sehen, wie Sie das machen. Hier ist eine Liste, 3 unserer Kunden, länger nichts gelaufen. Das sind die Nummern, die Ansprechpartner, rufen Sie an, vereinbaren Sie einen Termin. Hier ist das Telefon. Es gibt nur 2 Reaktionen. Es gibt einmal die Reaktion, dass er sagt, muss ich mich besser vorbereiten, jetzt geht das nicht, weiß nicht und überhaupt. Und Sie haben den, der sagt, alles klar, ich rufe an. Okay. Und Sie brauchen den zweiten. Also im Vertrieb gibt es diesen Spruch, während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen schon die Burg gestürmt. Sie sollen keine Dümmen einstellen, aber sie sollen Menschen einstellen, die machen. Und nicht Leute, die ihnen nachher analytisch genau erklären, warum es nicht geht. Sie brauchen Macher. Und Hunter sind Macher. Hunter sind deutlich schwieriger zu kriegen, gute Hunter, als Farmer. Das war jetzt der Auswahlprozess. Wo finden Sie die? Klassisch Online-Stellenanzeige. Da rate ich Ihnen zu. Aber da muss klar drin sein, wie viel Geld kann Hunter verdienen und dass wir einen Hunter suchen. Da steht nicht Kuschelkurs drin, nicht du musst teamfähig sein, wir sind eine große Familie. Also nicht Kundenberater. Nein, auf keinen Fall. Da steht drin wirklich, also der Text ist anders, aber da steht drin, ich suche einen Verkäufer im Außendienst für das Thema Neugeschäft. Mhm. Und dann steht auch drin, welche Schlagzahl der zu bringen hat. Mhm. Zweitens, Online-Stellenbörse ist super. Zweitens, Empfehlungsmarketing. Fragen Sie die Guten, die Sie im Team haben, nach Empfehlungen. Das geht gut. Drittens, werben Sie ab. Werben Sie ab. Gucken Sie, wen gibt es, wo Sie sagen, der würde gut zu mir passen, den hole ich mir rein. Ruhig auch aus anderen Branchen, vergleichbare Branchen. Wenn Sie sagen, ich gehe nicht an meine Wettbewerber ran, das macht man nicht. Das sind ja auch Vereinsmitglieder. Also ja, genau. Müssen Acht geben. Dann gehen Sie außerhalb, aber in vergleichbare Branchen rein. Gucken Sie, was ist ähnlich.
Zum Beispiel, wo sie viele Hunter finden, ist diese ganze Personalleasing-Branche. Das ist ein hartes Brot. Wenn Sie da jemanden haben, der 2-3 Jahre Personalleasing erfolgreich verkauft hat, Leiharbeit, der passt super bei Ihnen rein. So einer. Was mit Versicherung? Versicherung kann sein, aber Sie müssen auch gucken, wie lange er macht. Versicherung ist eine extrem gute Schule. Mhm. Also wenn jemand im Strukturvertrieb war bei einer Versicherung, DVAG, AWD früher, UVB, HMI früher, Ergo. Wenn der das 2-3 Jahre gemacht hat und er war erfolgreich, das macht Sinn, den können Sie rüberholen. Aber wenn einer 10 Jahre da war, ist der für Sie versaut, den können Sie nicht mehr nehmen. Die Branche hat schlechte Erfahrungen eigentlich damit gemacht, Leute aus dem Vertrieb von anderen Kollegenbetrieben abzuwerben. Okay. Das war oft die Hoffnung damit verbunden, naja, die bringen große Umsätze mit und von null auf gleich können wir sozusagen dann 2-3 Millionen mehr machen. In den seltensten Fällen hat das funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Was halten Sie von eigener Ausbildung in dem Bereich? Ja. Also ist das nicht vielleicht der nachhaltigste Ansatz, den man möglicherweise wählen kann? Ist eine gute Sache. Die Frage ist, wie viel Zeit gibt Ihnen Ihr Markt? Also, Sie bilden jemanden aus, der macht bei Ihnen vielleicht eine Lehre oder was auch immer, ja, und Sie bilden ihn 3 Jahre aus. Sie machen dem dann auch ein ordentliches Angebot. Wenn der gut ist, wird der ganz schnell abgeworben. Das geht heute so schnell, der Markt ist so transparent. Das kriegt man mit, der wird abgeworben, jemand bietet mehr Geld. Also, ich muss mehr bieten als Geld, den muss ich an mich binden. So. Die Frage, und das ist nicht Ihr Markt. Ihr Markt ist, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, extrem umkämpft. Er ist extrem unter Wettbewerb. Und ich habe keine Zeit, mir die Leute lange auszubilden. Mein Gefühl ist, Sie brauchen Leute, die fertig sind. Die können aus anderen Branchen kommen, aber die müssen fertig sein. Und Sie müssen die innerhalb von wenigen Wochen auf Flughöhe bringen. Mhm. Ja, ist schön, wenn Sie ausbilden, ist schön, wenn Sie gucken, dass Sie sich Ihre eigenen Leute da ranziehen. Im Innendienst geht das ganz gut, im Außendienst. Studie hat ergeben, dass die Unternehmen neuen Mitarbeitern im Vertriebsbereich Außendienst zwischen 12 und 24 Monaten einräumen, um die gesteckten Ziele, quantitativ gesteckten Ziele zu erreichen. Ja, also da. Sie von dem Zeitraum? Lassen Sie mich da mal ganz direkt sagen, das ist dumm. Das ist dumm. Weil als Arbeitgeber haben Sie 6 Monate Probezeit. Nach 6 Monaten müssen Sie entscheiden, ob der Kandidat der richtige ist oder ob Sie den austauschen müssen. 6 Monate. Jetzt überlegen Sie nochmal, ein Profi-Bundesligaspieler würde ihm 2 Saisons geben, um zu sagen, wir gucken mal, ob das klappt. Denn bis dahin sind Sie in der 2. Liga, definitiv, wenn nicht schon weiter. So, ja. Also es geht nicht. Sie haben 6 Monate Zeit und in 6 Monaten muss der erstens klar der Kandidat sein, dass Sie sagen, der ist der Richtige, mit dem gewinnen wir die Schlacht. Und Sie müssen ihn auf Flughöhe haben. Bitte, da gibt es Profis, die Sie damit beschäftigen. Mhm. Ich mache zu dem Thema Seminare, ich mache zu dem Thema Beratung auch. Okay. Und nach 6 Monaten, wenn Sie nach 6 Monaten sich nicht sicher sind als Führungskraft, gibt es einen Spruch, der heißt, im Zweifel gegen den Kandidaten. Es wird nach der Probezeit nie besser. Und wir haben auch so ein schwieriges Kündigungsrecht, dass Sie anschließend vor Gericht sind. Und es kostet Sie immer Geld und Sie kriegen blöde Bewertungen. Machen Sie einen super Auswahlprozess, testen Sie den auf Herz und Nieren, bevor der anfängt. Und wenn der anfängt, haben Sie wöchentlich Meilensteine. Beispielsweise der Fehler ist, dass Sie sagen als neuer Arbeitgeber, der geht jetzt erstmal 4 Wochen in die Produktion. Der guckt sich mal 4 Wochen an, wie unsere Prozesse und Abläufe sind. Der soll nicht in der Produktion arbeiten, der soll das Zeug verkaufen. Der geht am 3. Tag raus zum Kunden, vielleicht nicht alleine, der geht mit, aber am 3. Tag ist er draußen und in der 2. Woche macht er eigene Kundenbesuche. Und Sie müssen die Meilensteine festlegen, was er bis wann kennen, können und tun muss. Also wer länger als 6 Monate braucht, hat in seinem Einarbeitungsprozess einen grundlegenden Fehler. Okay. Ja. Herr Kräuter,
herzlichen Dank für das Interview im Nachgang, im Nachklapp zu unserem Vertriebskongress. Ich hoffe, wir können den Dialog fortsetzen und noch spannende gemeinsame Projekte miteinander machen. Super. Herzlichen Dank. Freue ich mich. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön.